In einem Landkreis sind zwei Abgeordnete zur AfD-Fraktion gewechselt und damit hat die AfD jetzt endlich eine Mehrheit. Damit ist die AfD jetzt offiziell stärkste Kraft im ersten Landkreis. Alle Details in diesem Video. Tja, meine lieben Zuschauer, jetzt ist genau das passiert, was zu erwarten war. Die AfD ist jetzt offiziell stärkste Partei im ersten Landkreis. Ich meine, in vielen Wahlumfragen liegt die AfD ja unangefochten auf Platz 1 und gerade im Osten kommt die AfD teilweise sogar auf 35% bundesweit und deswegen 2024 wird jetzt das Schicksalsjahr und auch die Feuerprobe für die AfD, weil in drei ostdeutschen Ländern gewählt wird und die AfD dort haushoher Favorit ist. Und abhängig davon, wie die Wahl ausgeht, ob die AfD eine absolute Mehrheit bekommt oder nur eine einfache Mehrheit und damit anderen Parteien zusammenarbeiten muss, wird das auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und bereits in diesem Jahr 2023 hat die AfD ja ihren ersten Landrat und auch ihren ersten Bürgermeister gewinnen können. Und ab diesem Wochenende haben sie sogar die Mehrheit im ersten Landkreis. In den öffentlichen Medien ist das zum großen Teil vorbeigegangen, aber in den lokalen Medien konnte man das Ganze lesen. Und zwar deshalb, weil es keine offiziellen Wahlen gab. Das Ganze ist nämlich inoffiziell im Hintergrund abgelaufen. Der RBB schrieb: Partei jetzt stärkste Fraktion. Zwei Kreistagsabgeordnete in Oder-Spree wechseln zur AfD. Zwei ehemalige fraktionslose Kreistagsabgeordnete aus dem Landkreis Oder-Spree sind der AfD-Fraktion im Kreistag beigetreten. Das bestätigte der Chef der Fraktion Lars Aulich am Freitag. Mit dem Wechsel ist die AfD im Kreistag mit 11 Abgeordneten jetzt stärkste Kraft. Die SPD folgt mit 10 Abgeordneten. Und hier in dieser Grafik siehst du nämlich mal, wie die Zahlen waren und wie sie sich verändert haben. Bei der Wahl 2019 war die SPD noch stärkste Kraft mit 18,7% und direkt dahinter kam die AfD mit 18,4%, welche ihre Stimmen verdreifachen konnte. Platz 3 ist die Linke mit 15,7%, dann CDU auf Platz 4 mit 15,5%, dann Grüne 8,7%, Wähler 8,6% und FDP 5,5%. Und daraus resultierte damals 2019, als die Wahl war, dass die SPD 10 Sitze im Kreistag bekam, genauso viele wie die AfD. Die waren also gleich auf. Und das, meine lieben Zuschauer, das müsst ihr euch echt mal vorstellen, ja? Von 2014 zu 2019 haben sich die Sitze der stärksten Kraft SPD fast halbiert. Von 16 runter auf 10 Sitze, aber die Sitze der AfD haben sich von 3 auf 10 verdreifacht. Unglaublich krasser Aufschwung für die AfD dort. Und jetzt, in 2023, sind auch noch zwei Fraktionslose zur AfD gewechselt und damit hat die AfD jetzt 11 Sitze, nachdem vorher ein Sitz verloren ging. Und damit ist die AfD jetzt im Landkreis Oder-Spee stärkste Kraft und das ausgerechnet in dem Landkreis, wo Elon Musk ja seine große Tesla-Fabrik gebaut hat und damit ja viele tausende Arbeitskräfte entstanden sind. Und das Krasse ist, ich meine, Wahl hin oder her, wenn man mal auf die Gründe schaut, ja, warum jetzt hier die Fraktionslosen zur AfD gewechselt ist, dann ist das wirklich ein richtiger Paukenschlag und auch ein Offenbarungseid für die Altparteien. Der RBB schreibt nämlich weiter: Die Abgeordneten Hildegard Vera Kethner und Felix Mühlberg begründen ihren Eintritt damit, dass es eine wahrnehmbare Arroganz und Ausgrenzung gegenüber der AfD im Kreistag gebe. Zudem würden abweichende Meinungen kaum mehr Raum gegeben. Zunächst hatte die Mecklenburgische Oder-Zeitung berichtet. Kethner war bereits früher Mitglied der AfD-Fraktion. Nach eigener Aussage war sie vor anderthalb Jahren ausgetreten. Mühlberg war einst Mitglied der Linksfraktion im Kreistag. Alter Schwede, also
Das ist wirklich krass bei den Grünen. Wahrnehmbare Arroganz und Ausgrenzung gegenüber der AfD. Das ist jetzt also hier der offizielle Grund. Und na klar, es ist ja hinlänglich bekannt, die Altparteien machen ja kein Hehl darum, dass die ihre Brandmauer haben und versuchen, die AfD auszugrenzen. Aber hier können wir jetzt offiziell sehen, wohin diese Ausgrenzung führt. Es führt eben genau zum Gegenteil. Es führt dazu, dass die AfD noch größer wird. Und in 2 Jahren ist dann wieder Kommunalwahl in Landkreis oder Spree und dann wird die AfD noch mehr Stimmen bekommen und dann werden sie sogar eventuell die absolute Mehrheit bekommen. Und dann ist auch die Brandmauer vollkommen egal, weil dann kann die AfD alleine regieren. Und das, meine lieben Zuschauer, ist jetzt einfach die große logische Konsequenz. Man muss sich diese Arroganz der Altparteien einfach mal vor Augen führen, ja? Die AfD vertritt teilweise bis zu 35% der Wähler in ganzen Bundesländern und in einigen Landkreisen sogar noch mehr. Aber trotzdem ignorieren die Altparteien die Wähler und damit einen riesigen Teil der Bevölkerung. Sie sagen ja hier offiziell, andere Meinungen werden nicht mehr zugelassen, ja? Und ich meine, wie arrogant ist es denn bitte schön, wenn die Altparteien ein Drittel der Bevölkerung ignorieren? Das hat doch absolut nichts mehr mit Demokratie und auch nichts mehr mit Regieren im Namen des Volkes zu tun. Wenn du ein Drittel ignorierst, das passt doch auf keine Kuhhaut, ja? Und wir sehen das ja nicht nur auf unterster Ebene, wir sehen das auf allen Ebenen, auf Kreisebene, auf Landesebene und sogar auf Bundesebene, ja? Unsere Ampelregierung regiert komplett gegen das deutsche Volk und zwar in allen großen Bereichen, die gerade wichtig sind. Laut aktuellen Umfragen ist die Mehrheit des Volkes gegen die Corona-Politik. Laut Umfragen ist die Mehrheit des Volkes auch gegen die Migrationspolitik und auch gegen die Kriegspolitik der Ampel und auch gegen die Klimapolitik der Ampel. Da sind die überall dagegen. Unser Land steckt jetzt in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten. Wir sind in einer Rezession, unser Land rutscht immer weiter ab. Aber die Ampel arbeitet einfach nicht an der Rettung unseres Landes. Ganz im Gegenteil, sie machen so viel Schwachsinn, was die Krise sogar noch verschärft. Ja? Wir bekommen ständig neue Klimaauflagen. Wir bekommen jetzt zum Jahreswechsel höhere CO2-Preise, eine höhere Lkw-Maut und damit noch höhere Energiepreise. Es reicht ja nicht, dass wir schon in der größten Energiekrise des Jahrzehnts stecken. Und wir haben auch ein riesengroßes Haushaltsloch bei uns. Und trotzdem wächst der Sozialhaushalt immer weiter, weil wir weiter täglich neue Migranten, tausende neue Migranten aufnehmen, ja? Und unsere Ausgaben an die EU und an die Ukraine wachsen ebenfalls ständig, weil unsere Regierung ja die Demokratie in Kiew, in Gaza und am Hindukusch verteidigen muss. Also unsere Ampelregierung regiert mittlerweile komplett gegen den Willen des deutschen Volkes und deswegen geht unser Land vor die Hunde. Und das sehen jetzt einfach immer mehr Bürger. Man sieht es immer deutlicher und deswegen rennen den Altparteien immer mehr Bürger davon und die AfD bekommt als einzige Partei mit einer wahren Alternative immer neue Wähler hinzu. Und jetzt hat die AfD, wie gesagt, im ersten Landkreis eine Mehrheit und ab nächsten Jahr werden sie dann auch eine Landtagswahl gewinnen und dort ebenfalls gewinnen. Und 2025, das prognostiziere ich jetzt, wird die AfD auch die Bundestagswahl gewinnen und dann unser Land endlich wieder nach vorne bringen. Weil wir brauchen wirklich eine 180-Grad-Wende in unserem Land und das ist mit den Altparteien einfach nicht zu machen. Mit der Ampel sehen wir ja gerade, was die für Mist baut und die CDU macht auch nur Mist am laufenden Band. Das sehen wir doch jetzt gerade wieder in Berlin. Berlin hat als einziges Land einen Winterabschiebestopp für illegale Migranten eingeführt, ja? Und Berlin wird von der CDU regiert, ja? Ihr seht also, selbst wenn man die CDU wählt, bekommt man diese ganze linksversiffte Ampelpolitik. Offenbar hilft wirklich nur noch die AfD, wenn wir in Deutschland eine Wende wollen. Also, was sagt ihr denn dazu, ja? Wer wird 2025 die Bundestagswahl in Deutschland gewinnen und wen werdet ihr wählen? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.